Okay. Hier gibt es einiges zum Rebellion Sammeln. Kann ich nicht nur einen Schmetterling fangen? Einfach zack, bumm. Und einfach im... Oh, hier gibt es noch Schatztruhen. Schatztruhen, ich will da rein. Da ist Pixelfehler. Och Mann, ich will da rein. Lass mich rein, lass mich rein. Ach, jetzt ist das Mädchenklon, ich komme da nicht rein. Weil ich keine Hexe bin. Aber Neugier aus wissenschaftlichen Gründen. Was ist das hier? Einhorn. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier gerade langlauf. Phönix? Könnte das Ravenclaw sein? Na, Mädels. Jetzt, wo ich Hallo. Meine Koboldsteine wieder habe, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Wenn es welche gibt. Och, Zenobia. So, ich muss echt mal gucken, was ich mache. Fällt mir einfach das Spiel. Alter, ich mag das. Oh, in Hogwarts. Ja, okay. Wenn 20 von 15 ist jetzt auch nicht. 22 von 25, das geht überraschend schnell. Echt, geht das so schnell? Oder ich bin einfach nur richtig gut im... Protego! Lumos! Okay, irgend so im Rondell. Revelio. Irgendeinem Rondell. Ach, hier. Ja gut, ne? Kleine Motte, komm mit mir. Ich zerquetsche dich auch gleich hier. Und wenn dir das nicht schön gefällt, schmeiße ich dich auch aus der Welt. Das ist jetzt nur eine Dingsbums, ne? Rebellion. Ah, das war nur ein Erfolg noch. Komm schon, ich dachte schon, ich wäre jetzt voll fett, voll weit, aber... So. Ich würde gerne... Ich mache jetzt einfach mal das... Hetzaufgabe. Mache ich das. Oh, die Alte ist da unten. Ist aber schöner, schöner Ort hier. Doch, bin ich super. Bin jetzt gerade kurz auf 70 FPS runtergegangen. PC? Du bist schwach. Wird deine Hexe verbrannt oder brennt die Hexe da gerade irgendwas nieder? Ich will da rüber. Och Mann.
Warum muss ich jetzt irgendwie so großen, komischen Umweg gehen? Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Nashornskelett? Protego! Revelio! Lumos! Nashornskelett. Irgendein Bild, wo man was rauszieht. Die Frage ist nur, wo ist das? Muss ich hier hin? Nashorn habe ich gefunden. Was war das? Warum hat es jetzt kurz vibriert? Revelio. Warum hat es jetzt kurz vibriert? Repar. Hier hat es kurz vibriert, aber warum? Lumos! Akio! Nimiose! Hey, warum hat es hier... Ach, das war diese Kacktruhe da. Oh, leck mich doch. So. Ich will mal hier hin. Ja, gut. Ich muss jetzt halt in irgendeinen Garten. Das Einhorn. Stand ich eine Stunde auf der großen Treppe, bis sie sich bewegt hat. Ich will die Schatzsuche jetzt machen. Die mache ich auch. Es ist mir egal. Die Frage ist jetzt nur, wo habe ich jetzt noch ein Bild gefunden, wo ich irgendwas rausziehen muss? Das Nashorn habe ich gefunden. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, das bringt mir halt nichts, wenn das halt überall sein kann. Wenn Hogwarts die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt, sollte ein Mondkalb die Leitung übernehmen. Ich könnte auch gleich von Jarvis umgeben sein. Okay, das ist lustig. Ich bin auf der richtigen Spur. Wie überaus nervig, wenn sie Fragen stellen, kleine Rotznasen. Ich lüge einfach. Revelio. Fenster mit einer Schlange. Das ist okay, kann man mal machen. Bild zum Rausziehen. Nashorn. Drachenstatue in einem Hof und ein Bild. Drachenstatue hier. Eins nach oben. Ich habe so das Gefühl. Ich muss hier hin. Eins nach oben.
Dort müsste ja dann irgendwo was sein. Noch eins nach oben. Ist das möglich? Ja. Will ich mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt diesen Ding hier folge. Ach so, das ist der hier. Ja gut, dann macht das alles keinen Sinn. Muss hier echt sich merken, wo man gelaufen ist. Okay, das ist zwar ein cooles Feature, aber es ist gerade so nervig. Gerade weil ich mich kenne. Entschuldige, Katze. Heute gibt es keine. Viel zu viele Katzen hier! Viel zu viele Katzen hier. So viele Pussys gar nicht gewohnt. Nee, weißt du was? Komm, ich mache jetzt einfach mit dem Auftrag weiter. Es ist mir jetzt zu blöd. Du kriegst zwar schön, dass du kaum Hinweise zu der Schatzkarte findest, aber ist echt ätzend, wenn du gar keine Hinweise bekommst. Das kannst du doch nicht bringen hier. So, das habe ich hier. Nashorn, richtige Spur von mir aus, aber ich glaube, das ist der letzte Hinweis. Weil ich glaube irgendwie, wir finden einen Schlüssel und das Nashorn weist mir hier den Weg sozusagen. Und dann können wir das hier aufmachen. Irgendwie, ich weiß es halt nicht. Ich mache mir einfach mal mit dem Hauptauftrag weiter. So, Oma! Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich in Ihren Bemühungen waren. Na klar. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Kein Problem. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Oha. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendio. Ja, okay. Gut gemacht. So, jetzt machen wir die Aldon Fire. Incendio. Oh. Ups. Ist ein schwerer Schadenszauber. Okay. Kehre zu Presso Fick zurück. Sie werden besser. Lumos. Bleiben Sie los. Hier. Nicht zu verbrennen. Incendio. Okay. Okay, das wird echt cool. Ich habe so das Gefühl, damit kann man richtig Scheiße bauen. So, dann gehe ich nochmal zurück zum Professor Fick. Ah, der ist da oben. Dieser alte Lappen. Oh, der ist ja eigentlich ganz okay. Naja, ich finde die jetzt nicht schlecht, die Professoren. Die sind ganz okay. Lö, 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 lö. Rebellion. Ach, komm schon. Oh, es kann doch nicht so schwer sein, den alten Mann zu besuchen. Da war ich ja schon. Da oben ist er ja. Alte Drecksau. Was habe ich hier? Sammlung. Botanik. Blattbronze. Das hört sich cool an. Warten wir mal, bis der alte Mann da ist. Ah, da sind sie ja. Ich habe auf dem Boden geschlafen. Aber okay. Hallo, Sir.
Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Easy. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Was? Nun, fahren wir fort? Alles klar, Fick. Alter Mann. Es gibt Arbeit. Los. Ich dachte schon. Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Das ist ja ein Wichs-Arschloch, ey. Der Mann ist ein Ärgernis. Es ist leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor, wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Ich traue dem alten, also dem Professor Fick schon. Einfach weil der Name cool ist. Entzettel! Doch, komm schon, ich kann die Kamin nicht entzünden. Was ist das für ein Zauber? So, sprich mit Sebastian. Sebastian, wo bist du denn? Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ist klar, ne? Ich will aber Schloss öffnen lernen. Wo nennt man denn sowas? Dieses Zeug, das bringen sie dir nicht bei, weißt du? Oh, weißt du was? Guck mal, die knutschen die? Oh, die knutschen. Ah, ne, die unterhalten sich. Meine Geschwister und ich kamen alle in unterschiedliche Häuser. Komm, ich mache schon mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Vielleicht knutschen die dann rum. Ach, fuck. Ich dachte, die könnte ich jetzt mal ein bisschen unter Feuer setzen. Ach. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fick finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Arschloch. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was? Danke, Sebastian. Also hast du hier schon mal die Spalte gelutscht. Sau. Triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Welch Wunder. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Aha. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa.
ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Oha. So, wollen wir mal gucken. Ja, ich weiß. Lumos. Kontrolle. Was ist das hier? Kraft. Schaden. Schaden. Nutzen. Okay. Still wie ein Grab. Ja, dann bleib ich einfach liegen. Nahe Gegner spüren und spüren. Fragezeichen untersuchen. Verdächtiges Verhalten. Wenn du mit der Autoritätsperson gefangen wirst, hast du diesen Auftrag versagt. Also ganz langsam. Okay, das ist so cool. Ist halt auch nur ein bisschen real, ne? Genau, ich benutze jetzt den Brunnen. Das hat natürlich keiner gesehen. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Die Alte kann mich auch nicht sehen. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Peeves? Der Schlüssel, hier ist er. Gut, die Alte ist weit genug weg. Herrlich. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ich bleib besser unsichtbar. Revelio. Ich will aber die scheiß Schatztruhe noch aufmachen. Denn Ausrüstungsplätze sind voll. Oh, ich muss echt mal was verkaufen. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay.
Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Geist, sei vorsichtig. Hat die keine Animation? Ist aber knuffig. Hallo Geisterlady. Warte mal, die kann ich auch bestimmt dahin locken. Hm, sie sollten verschwinden. Es ist nicht sicher für junge Sterbliche. Ja, natürlich versuchen wir es erneut. Ich meine, komm schon. Ups. Niemand darf uns sehen. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Geist, sei vorsichtig. Revelio. Oder habe ich zu lange gewartet? Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Bist du dir sicher, dass wir also, hier... Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Ich brauche mehr Platz für diese fucking Ausrüstung. So. Schwarze Lederhandschuhe. Ja, die sehen halt schon geil aus, ne? Aber auf der anderen Seite. Schulumhang. Verzierter Hausmantel. Ja, der ist natürlich geil, ne? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alle... Heilig-Duellier-Handschuhe. Okay, die sehen cool aus. Hat was. Aber gibt natürlich Offensive, ne? Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was... Revelio. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Okay, ich kann also nicht rennen oder so. Revelio. Er hat gesagt, wir sollten sicher sein.
vielen Truhe. Leviosa. Und mal kann ich vielleicht... Incendium. Leviosa. Accio. Was kann ich mit der Eule machen? Accio. Leviosa. Incendium. Gar nichts. Schade, schade, schade. Revelio. Nimm mich mit. Still. Revelio. Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Interessant. Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ich auch. Und zwar mit Reparum. Repar. Ja, der Schaden ist natürlich schwach. Nee, ich muss ich da weiter runtersuchen? Krass. Was? Oh, ich finde dieses Klöckchen immer. Ich denke, das ist immer ein Hinweis, aber das bedeutet nur, dass ich den Zauber benutzt habe. Es ist ein sehr bedrückendes Verhältnis hier. Ach, schade, ich dachte. Natürlich. Spuren alter Magie. Stimmt, ich dieser bin. Raum muss doch etwas verbergen. Bin doch der Einzige, der das sieht. Gestreifter Schal in Hausfarben. Revelio. Das war es. Och nee, nicht schon wieder der Shit. Wieder runterspringen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur geradeaus laufen. Ich kann die nach links, ich kann die nach rechts. Lol. Ausrüstung voll. Wo führt sie wohl hin? Ja, geh mal durch, aber... Okay, das wird jetzt interessant. Revelio. Incendio. Accio. Leviosa. Repar.
Ernsthaft? Okay, das ist lame. Das war ja klar. Da sind Wachen. Yo. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Geil. Yeah, Daddy. Okay, gefällt mir ganz gut. Oha! Willst du mich verarschen? Was mit der Truhe da hinten? Oh, komm schon.